Aber ihr müsst mir auch sagen, wie es euch dann geschmeckt hat, ne? Also ich bin da sehr, sehr gespannt, weil. Na, Musik. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ob ich da einfach nur ein komplett fehlgeleitetes Geschmacksnervzentrum habe oder ob das. Diese Ladezeiten, ne? Mutti fragt, gibt's dein Paket, das Paket mit deinem Vater? Nee. Nee. Das mache ich nicht mehr. Wirklich nicht. Ich habe es auch mittlerweile mit meinem Vater jetzt schon so abgeklärt, dass er beim Öl, wenn er was ausfährt, nur noch die Lieferungen bekommt, die Zeit haben. Also wenn jemand bestellt und sagt, ja komm, irgendwann, wenn du Zeit hast, ne, dann darf das mein Vater ausfahren. Ja. Aber alles andere mache ich ab sofort. Weil das ist. Es ist ja auch nur eine 2 Minuten mit mir. Es hört auf, mit mir zu reden. Es ist auch nur eine 2 Minuten Fahrt zur Post. Ne? Naja, das ist. Nee. Willkommen im. Hallo! Übrigens, was wir heute machen. Wir werden heute die Magiergilde so ein bisschen anfangen. Ja? Weil ich hoffe, dass wir in der Magiergilde ein bisschen aufsteigen und ein paar. Oder Zugang zu ein paar neuen Zaubern, beziehungsweise. Ich weiß gar nicht. Zaubern ist ja eigentlich nur eine Level-Sache und eine Geldsache, ne? Finde ich gut. Also. genau. Wir haben letztes Mal, glaube ich, die Totenbeschwörer umgehauen, ne? Und wollten dieses Mal, glaube ich, von ihm was wegen am Zauberstab, ne? Und Kerle sind scheiße. Jemand anstrengend. Wenn ich nicht schreibe, passiert nichts. Das ist komisch. Ich kenn's. Ich kenn's eigentlich genau andersrum. Also, ich kenn's genauso wie du. Damals, wenn ich nicht geschrieben habe, ist auch nichts passiert. Weiß ich nicht. Aber ab und zu ist es einfach so, man muss ab und zu ein bisschen nachhaken. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich fürchte, ich kann euch kaum helfen, solange ihr nicht das Holz habt, das wir benötigen. Ja, bringt mir Holz, dann können wir uns an die Arbeit machen. Schönen Tag. Bringt mir Holz. Aha. Wo sind wir denn wieder rausgekommen eigentlich? Auf der Insel war es, ne? Na gut. Wir gehen zur Quellhöhle und gehen mal auf die Insel wieder. Und da müsste ja eigentlich immer das Holz sein, ne? Es nervt irgendwo, wenn man Interesse hat, schreibt doch. Ah. Wie gesagt. Ich liebe meine Frau über alles. Aber ab und zu ist ja wirklich auch ein echter McDullinger, ne? Und kommt einfach nicht aus dem Arsch. Also, ist einfach so. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Ich komme da drüben gar nicht hoch, ne? Ha! Jetzt verstehe ich auch den Sinn der Quellhöhle, weil man da einfach. Ah, wenn man auf die Insel gar nicht hochkommt. Nee, also. Ja, das ist alles ein bisschen komisch, ein bisschen kompliziert, sag ich mal. Ja. Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, als Frau seinen Gegenpart zu finden. Ne? Wirklich nicht. Auf der einen Seite gibt es ja wirklich viele Dullis, die einfach denken, die einfach nur auf das eine aus sind, ne? Oder halt dann zweigleisig fahren oder dreigleisig oder irgendwas gleisig, keine Ahnung. Ja. Und. Ich habe mich noch ausgenommen, ne? Genau. Ach so, hier liegt einfach so ein scheiß Stab drin. Sehr gut. Hätte man sich besser umgeschaut. Hätte man sich besser umgeschaut, hätte man sofort bessere Sachen gefunden. Man glaubt es gar nicht. Macht alles Sinn. Ja.
Dum, 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 dum. Aber ist mal so, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, ne, habe ich ja auch mit ein paar anderen Kontakt gehabt, sage ich mal. Ja, ich glaube, weiß ich gar nicht. Und da war auch eine dabei, ey, mit der war das so anstrengend. Es war wirklich, wirklich anstrengend. Es hat wirklich einfach nur genervt. Weil man hat geschrieben und dann hat man einfach mal eine Woche lang einfach nichts gehört. Ne? Es ist einfach, ja, du musst doch den Leuten ihren Freiraum lassen. Ja, am Arsch. Ne? Also irgendwo nervt es einfach wirklich. Ne? Also ich verstehe dich da vollkommen. Gegrüßt, kaiserlicher Bruder. Ja, Hobby. Willkommen. So, mein Freund, ich habe meinen Zauberstab. Jetzt mach du ihn mir richtig schön blank, bitte. Ah ja, das ist ein großer Schritt für euch, Freund. Ob ihr es nun wisst oder nicht. Jetzt müsst ihr entscheiden, was für eine Art Stab ihr wollt. Einen, der zu euch und euren Fähigkeiten passt. Sollen wir beginnen? Was passt denn zu meinen Fähigkeiten? Ich möchte keinen dummen Stab, bitte. Okay, ich bekomme einen Stab, ne, mit wunderschöner sitzender Frisur und der Auto fahren kann. Perfekt. Das Verzaubern von Stäben kann recht schwierig sein. Nur bestimmte Zauber werden euch wirklich von Nutzen sein. Daher werde ich einige auslassen. Beginnen wir mit der Schule der Magie. Welche sagt euch am meisten zu? Zerstörung, Illusion oder Mystik? Also, das Ding ist ja das. Der Zauberstab ist ja, glaube ich, jetzt eigentlich so, dass wir in den Zauberstab einfach einen Zauber reingeballert bekommen. Heißt, es macht jetzt eigentlich keinen Sinn, dass wir Zerstörung draufpacken, weil Zerstörung haben wir auf unseren eigenen Zaubern drauf. Deswegen würde es eigentlich Sinn machen, wenn wir... Oh, Beschwörung gibt es gar nicht. Scheiße. Wenn wir zum Beispiel sowas wie Illusionen, glaube ich, drauf machen würden, was halt Richtung Chamäleon, also Richtung Unsichtbarkeit geht. Oder so. In der Magie der Illusion habt ihr drei Möglichkeiten. Aha. Es handelt sich um Bezaubern, Lähmen und Stille. Welche wünscht ihr? Gar nichts, mein Freund. Es gibt drei Dinge, mit denen ich den Stab verzaubern kann. Seelenfalle. Seelenfalle, Telekinese und Bannung. Was wäre bei Zerstörung? Sehr gut, ihr habt ja, drei Feuer, Eis und Blitz. Dann gehen wir her und machen auf jeden Fall Seelenfalle, weil damit können wir Seelensteine voll machen und damit den Seelensteinen können wir einfach wunderschön unseren Bogen wieder voll machen. Ah, es bildet sich einfach ein Konstrukt, der... Wieso rede ich eigentlich? Mit diesem Stab könnt ihr die Seelen der von euch besiegten Gegner einfangen, ja, falls euch dies gelingt, bevor die Wirkung nachlässt. Ist dies in eurem Sinne? Natürlich, Alter. Und deswegen ist Umbra mit Abstand das beste Schwert, ne? Umbra hat auf sich selber Seelenfalle drauf, ne? Und, ja. Du haust einfach 3, 4, 5 Omis. Omis, toll. Haust einfach Omis um. Haust einfach um und easy. An die Arbeit machen. Kommt morgen wieder. Mein Freund, ich bin der Protagonist. Ich warte genau hier auf deinen Stufen. Ob du willst oder nicht. Ne? Ich bleibe hier. Es kommt alles so, wie es ist. Habt ihr eigentlich gewusst, dass nicht alles aus Frauentausch Bullshit ist? Ich glaube, er hat verkackt. Willkommen im Kironat. Mein Freund, tu nicht so, als würdest du mich nicht kennen. Ich will mein Ding haben. Ja, er ist fertig. Ja. Er ist in diesem Schrank. Wiedersehen. Wie geht es euch? Wait. Wait, wir sind hier in dem Laden. Okay. Also ich glaube ja, ne? Das Spiel ist nicht zu 100% fertig programmiert. Bei einigen Sachen. Wie viel Gewicht haben wir noch? Genug. Oh lol. Das ist aber so schön, ne? Das ist einfach das pure Ausnutzen seiner Gastfreundschaft, ne? Ich sag's euch, das ist wunderschön. Wir gehen rein, ne? Ein Clubmitglied. Er macht uns für lau den Stab. Ich muss gerade noch was gucken, ohne Sekunde. Er macht uns für lau den Stab. Und wir rauben ihn dann raus. Es ist so schön. Es ist einfach nur wundervoll.
Eine Sekunde. Da, 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 da. So. Passt schon so. Gudi. Wir haben übrigens ein paar Seelensteine. Ich will nicht pennen gehen. Wieso? Weil der Stream so schön ist, verstehe ich absolut, meine Gute. Nein, Spaß beiseite. Bist du noch nicht müde, oder was? Stimmt, wir... Sachen verzaubern. Ich nehme einfach alles mit, mein Freund. Ne? Gar kein Stress. Gar kein Problem. Noch mehr. Das ist doch wahrscheinlich jetzt wirklich nur so, weil er uns hier jetzt irgendwie gemeinnützig geholfen hat, oder? Also früh. je nachdem, wann unsere Kinder schlafen gehen, ne? Geil. Ist meine Frau um 7 im Bett, also um 19 Uhr. Ne? Die kann schlafen, das ist der Wahnsinn. Klar, die muss in der Nacht noch ab und zu aufstehen, weil der Hannes Hunger hat, ne? Wie kann man Fläschchen machen und so ein Shit. Aber die kann einen wegratzen. Wait, du bist gar kein Händler. Doch, du. Nee. Wait, du bist gar kein Händler. Oh, der ist ein Händler. Wie? Ja, das ist so. Also, ohne Shit. Dafür steht sie in der Früh. Ja, okay. Muss in der Früh auch, wenn sie arbeiten muss. Momentan nicht, ne, weil Mutterschutz und so. Grüß euch. Gab's nicht irgendwo einen Händler? Dann muss sie in der Früh auch um 6:30 aufstehen, spätestens. Ja. Weil sie um 7:30 los muss. Ich kann einfach alles mitnehmen, das ist doch nicht euer Teufelschein. Rede mit mir! Nein! Okay, Bier. Bier, Met. Wir müssen alchemieren. Genau. Und die kann auf Nacht, wenn die Kinder ins Bett gehen, kann sie einfach mitgehen quasi ins Bett. Das ist auf der einen Seite beneidenswert, auf der anderen Seite wäre es mir viel zu blöd. Ja. Das ist wirklich krass. Also sie bleibt dann oben und geht pennen. Wait, hat die nicht nur 15? Ah, wait. War das nicht so ein richtiger Dullinger, dass die nur 15 Gold hatte oder sowas? Käse! Drachenbaum! Apfel! Aloe Vera! Einfach alles rein. I mean, wir leveln gerade, ne? Literally. Weizenkorn! Ektoplasma. Ektoplasma ist mit nichts kombinierbar. Das ist mies. Steve, mein Guter, einen wunderschönen guten Abend. Na du? Wie geht's dir, mein Steve. Guter? Steve! Lalalala. Nein, Tollkirschen machen wir nicht. Falls der Abgründe. Sag mal so, war in Skyrim ein bisschen begehrter. So. Ja, muss, wie geht's euch? Mir geht's eigentlich ganz, ganz tot, mein Guter. Heute war ein ziemlich beknackter Tag. Bisschen down, bisschen bäh. Ne? Aber ja, mein Gott. Man kriegt den Tag ja auch irgendwie rum, ne? Sagen wir es mal so. Ich bin nur froh, dass morgen jemand aus dem Lager wieder unten da ist. Sodass ich... Wie kann ich... Kann ich mit dir handeln? Ja. Was darf ich euch... Der hat wirklich nur 15 Gold. Leck mir doch. Ich kann ja alles mitnehmen. Gott im Himmel. Was soll ich sagen? Dass morgen wieder jemand da ist im Lager und ich meine Arbeit wieder machen kann. Weil das Ding ist, dass ich bin die ganze letzte Woche ausgefallen. Ne? Wegen Krankheit, also wirklich, wirklich krank. Habt ihr mal eine Münze? Natürlich, würde ich immer. Und Problem ist, meine Arbeit ist halt einfach liegen geblieben, ne? Wie schon gesagt. Da war nicht wirklich so der...
Der Faktor, boah, den helfen wir jetzt und die Arbeit übernehmen wir jetzt und das arbeiten wir weg. Nee, ich bin am Montag reingekommen. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Und konnte quasi alles, Ausdauer verstärken. Mein Freund, können wir ein bisschen handeln? Würde ich gerne verkaufen. Geil. Das würde ich hier auch gerne verkaufen. Geil. Nimm ich. Und jetzt war das Ding so, gestern musste ich ja dann auch noch einen Versand machen, das Lager machen, also Warenannahme machen, etc. pp. Und bin nicht dazu gekommen, meine Arbeit komplett fertig zu machen. Was dazu führt, dass ich heute und vermutlich auch morgen und übermorgen, also ich habe seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas alles nachholen kann. Die ist Experte. Finde ich nicht gut. Den Preis. Ich hasse sie jetzt schon. Okay. Das können wir machen, das ist okay. Na, 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 na. Naja. Sprich, ich hänge mir bei der Arbeit halt hinterher und es ist auch so, dass meine Chefin momentan, also heute weg war. Also das Ding ist das, ne? Ich fühle mich da ja sehr geschmeichelt, dass wenn meine Chefin, wenn sie weg ist, dass die Leute zu mir kommen, quasi als ihre Vertretung, ne? Fühle ich mich sehr geehrt, obwohl ich erst seit 1,5 Jahren da bin und dem da noch nichts offiziell irgendwie besprochen worden ist oder sowas. Aber ich muss halt irgendwie mit meinem Zeug hinterherkommen auch. Alle 5 Sekunden jemand herkommt, ne, wie schaut's aus? Wien ist eigentlich da, schwierig. Habt ihr gehört oder gelesen, Y-Food gehörte zu Nestle? Echt? Also ich sag mal so, ne? Y-Food ist ja im Endeffekt. Y-Food war nie was anderes als Nestle, oder? Also Y-Food ist doch der größte Müll und der größte Schmutz auf diesem Planeten, oder? Also. Ist doch so, oder? Was ist am Y-Food gut? Da ist doch nur Zucker und nur hier Masse drin. Es sättigt ja nicht lange, es sättigt vielleicht nur kurz, ne? Es ist kein Mahlzeitersatz, kein gar nichts. Ne? Du haust es dir kurz rein gegen einen Heißhunger und dann hat sie die Sache, dann ist gut. Aber in einer halben Stunde oder Stunde hast du wieder Hunger. Und das Y-Food so ein Influencer-Gamer-Zeug ist, ne? Verstehe ich halt nicht. Wenn ich jetzt hier sitze und krieg Hunger, dann sage ich, Kinders, ich bin kurz weg, bis gleich, geh rüber in die Küche, machen was zu essen. Ne? Aber ich brauche doch nicht so ein scheiß Fläschchen Müllermilch, wo dann irgendeine Scheiße drin ist. Und hauen wir das hinter die Kimme, ist doch Blödsinn. Ne? Dann kriegst du dünnes wie sonst was davon. Eine Menge, die jetzt in Kooperation hatten, sind jetzt abgesprungen. Die ganzen großen Influencer, ganzen großen Streamer, die ganzen großen Influencer, ne? Ich meine, jeder war irgendwie bei Y-Food dabei, ne? Ich meine, klar, logisch, wenn es läuft, dann macht man da auch eine Kooperation mit, ne? Logisch, aber. Das ist ein Drink. So, was? Ich hab nur einen Shaker. Aber ja, wenn Scheiße noch beschissener wird, logisch. Also du hast einen Haufen voll Scheiße, ne? Also Y-Shit, ne? Du hast Y-Shit, ne? Und jetzt übernimmt das Nestle und es wird einfach Ultra-Shit. ich warte nur, bis die ersten Schimpansen und Affen eingehen, weil sie Y-Food trinken müssen aus irgendwelchen ominösen Gründen. Ich weiß es nicht. Nestle halt, ne? Nestle. I don't know. Also, ich war noch nie ein Fan von Y-Food und, ich meine, auch, sind wir ganz ehrlich, wenn du eine Firma hast, die funktioniert und es kommt ein Gigant daher wie Nestle, ne? Dann wirft auch jeder, seine Ambitionen und sein Ding über Bord und sagt, ja komm, bitte kauft uns auf. Ich habe für mein Leben lang ausgesorgt und alle Generationen nach mir auch. Das wird jeder machen. Das kann keiner. Nee. Nee, wirklich nicht. Also,
Ich würde es vermutlich auch machen. Einfach nur aus. Einfach nur aus Gründen der allgemeinen Logik. Ein exzellentes Geschäft. Na. Bin ich ganz ehrlich. Mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Dann bist du auch dumm. So, was? Come back anytime. Oh, ich freue mich schon so auf das Resident Evil 4 Remake. Das wird so schön. Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wir wollten. In die Magiergilde? In die Magiergilde, sehr gut. Es wird wundervoll. Eine Sekunde. Eben was gucken. Aber Steve, mein Guter, wenn du gerade da bist, ich bräuchte eine kreative Hand. Und übrigens, mein Guter, wir müssen übrigens noch hier unser Treffen noch nachholen, ne? Das darf nicht aus der Welt sein. Resi ist immer toll, ich bin gespannt auf den neuen Resi-Animationsfilm. Echt? Wusste ich gar nicht. Seid gegrüßt. Orbidiere. Baukasten sehr schwer. Für Neuigkeiten? Man sagt, ich habe eine. Hi. Aufgaben. Rede mit mir. Kommen wir zum Geschäft. Blitzanschlag. Das wäre wahrscheinlich so das Ding, was ich am liebsten machen würde mit Blitzen um mich. Kugelblitz. Aber das kostet einfach so viel Mana. Du brauchst Hilfe, wofür? Das Ding ist das, ich hatte wieder so. Ja, ein Teil von meinem Coaching. Ne? Und wir sind so ein bisschen die Twitch-Sachen ein bisschen durchgegangen. Ne? Also was die Tags angeht, was die Betitelung vom Stream angeht. Live-Benachrichtigung muss ich noch ändern, das habe ich jetzt vergessen. Und die Kanalpunkte. Ne? Da bin ich, also ich persönlich bin ja nicht so 100% überzeugt von. Schwieriges. Von den Kanalpunkten insgesamt. Ne? Also mir persönlich sind sie immer wurscht gewesen, auch bei anderen Streamern. Ne? Aber es macht natürlich Sinn, dass man die Kanalpunkte für einen Stream irgendwie so einrichtet, dass die natürlich auch lohnenswert sind zum Sammeln oder sowas. Ne? Klar. Hast du irgendwelche Ideen? Also, weil ich bin, was sowas angeht, mega unkreativ einfach, ne? Spontan, ja. Sprich, ich höre. Ja. Bevor ihr anfangt, müssen wir erst über euren neuen Rang in der Gilde sprechen. Großmagister? Gemäß den Regeln der Gilde qualifiziert ihr euch jetzt für den Rang eines Gesellen. Oh. Möget ihr euren Rang mit Würde tragen. Ich bin Frontlinienfußvolk. Was soll ich damit für Würde tragen, bitte? Ne? Aus meiner eigenen Innereien. Und ein Kackebeutel. Ein Hund. Der Rat untersucht gerade, was bei der Quellhöhle geschehen ist. Ein Großteil unserer Kräfte ist dieser Aufgabe gewidmet, weswegen wir fast niemand entbehren können. Es gibt ein Buch, das damit in Zusammenhang steht und zurückgeholt werden muss. Es wurde vor kurzem an Janus Hasildor, den Grafen von Skingrad, ausgeliehen. Ich möchte, dass ihr es zurückholt. Ich weiß, dass dies keine sehr wichtige Aufgabe zu sein scheint, aber dennoch muss sie erledigt werden und ihr seid einer der wenigen, die dafür verfügbar sind. Lasst Vorsicht, nicht qualifiziert, sondern verfügbar. Skingrad ist ein ungewöhnlicher Ort. Seid auf unerwartete Dinge gefasst. Na, ihr seid nicht qualifiziert dafür, ihr seid einfach nur verfügbar. Das ist super. Das ist Skingrad. Wo ist Skingrad? Da ist Skingrad. Wir waren ja schon überall, das ist auch so schön. Wieso komme ich da nicht rüber? Ich will da rüber. Discord Mode würde ich ändern, zum Beispiel auf 100.000 runtersetzen. Weil du gerade über 100.000 Punkte hast. Hat das was damit zu tun? Wieso kann ich nicht schnell reisen? Aha. Dafür würde ich bei 150.000 etwas setzen, was der Zuschauer physisch besitzen kann. Eine Postkarte und ein kleines Dankeschön-Paket. Kommt bei den Leuten bis an. Okay. Eine Postkarte, unterschrieben von mir. Holy shit. Das. Ich würde sie selber nicht wollen. Aber ich weiß, was du meinst. Nee, ist gar nicht so doof. Ist gar nicht so doof. Gar nicht so doof, mein Guter.
Nee, einfach logisch und rational. Immerhin sind wir nicht so viele, dass ich 100... Ja, ich weiß nicht, was. Ich überlege gerade. Das wäre halt einfacher, wenn es Merch geben würde, ne? Wenn man schon Merch hätte, aber momentan einfach noch irgendwie ein bisschen zu oversized, finde ich. Das wäre sehr viel einfacher, ne? Wenn man sagen könnte, ab so und so viele Punkte quasi gibt es einen Merch-Artikel umsonst oder so. Aber so für die kleineren, weil das Ding ist, ich bin nicht so ein Fan von Streams, wo zum Beispiel jetzt alle 10 Sekunden irgendwie ein Alert komplett durchs Game ballert. Ne? Verstehst du, was ich meine? Also zum Beispiel, aber da bin ich wahrscheinlich wieder einfach zu alt für. Aber willst du mir jetzt gerade natzen? Komm ich nach Skin gerade? Wir können nicht schnell reisen, wieso nicht? Wait, what? Also, jetzt geht's. Hä? Unlogisch. Dann setzt Sound Alerts auf Bitsoundbar. Ja, auch so eine Sache, ne? Auch so eine Sache. Kann man auch machen, ja. Boom, da bin ich. Winti kommt, Oblivion geht. Ah, schwierig. Wie geht's dir, meine Gute? Ich meine, die Sounds haben ja über Commands drin. Na? Sag ich mal so. Was auch eine Sache ist, könnte man halt, Ist das überhaupt eine gute Idee, sag ich mal? Oder sollte ich die Commands... Das Schöne ist halt, die Commands kann man halt so machen, dass mehrere Sounds unterschiedlich oder zufällig abgespielt werden. Wie zum Beispiel Steve oder Hi oder sowas. Ne? Das finde ich aber so schön. Soko, mein Guter, grüß dich. Ein wunderschönen. Soko kommt, Oblivion geht nicht. Oblivion funktioniert. Siehst du? Alles wieder ausgeglichen. Na, die Leute sind nicht gezwungen, dafür würde ich die Belohnung mehr Interaktion einführen. Jo, mir geht's ganz gut, momentan ein bisschen unmotiviert. Du, ich hab ein super Mittel dagegen, ne? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geschmack ist, Alter. Er ist dunkel und schwarz. Booster von Zenshi, ne? Der ist super geil. Also ich hatte vorher noch Kopfschmerzen. Ne? Und ich war müde wie Sau. Mir war schlecht wie Sau. Wahrscheinlich werde ich heute wieder kotzen drauf, ist mir egal. Und jetzt geht's mir voll gut. Ah. Aber mit Interaktion meinst du schon, beziehungsweise, wie meinst du Interaktion? Interaktion, das... Das Ding ist das, es gibt genug Interaktionen, wie man es machen könnte. Na? Dazu müsste ich aber zum Beispiel das Streaming-Programm ändern. Oder wechseln. Das ist halt auch so eine Sache. Weil Streamlabs OBS zum Beispiel kann das nicht, wenn man hergeht und zum Beispiel dreh die Kamera oder auf Kopf oder die Kamera geht von hier da links da hoch oder so ein Shit, ne? Nee. Das geht halt bei Streamlabs OBS zum Beispiel nicht, soweit ich das weiß. Ja. Bei OBS wird es gehen. Im Streamlabs oder sowas. Obwohl, ich könnte einfach die Szene wechseln. Das könnte man allerdings machen. Das müsste ich mal ausprobieren. Dazu brauche ich aber ein Stream Deck.